Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Großbritannien ist wichtiger Teil der Europäischen Union, Drucksache 19/3509. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist wohl der Fall. Dann wird Herr Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Geschäftsleitung zur Kenntnis geben, dass dieser neue Dringlichkeitsantrag einen bereits eingereichten ersetzen soll. Es handelt sich dabei um den Dringlichen Entschließungsantrag 19/3509. Der neue wird an dessen Stelle gesetzt. Mittlerweile, ja, anstelle dessen, nee, nicht ganz so. Anstelle dessen ist die SPD noch hinzugetreten zu diesem Antrag. Deshalb ziehen wir den anderen zurück und ersetzen ihn durch den bereits den jetzt eingereichten. Vielen Dank, Herr Bellino. Das war hier auch schon meinen Unterlagen zu entnehmen, dass der Tagesordnungspunkt 42, der gleichlautende Entschließungsantrag, zurückgezogen ist. Der Entschließungsantrag, den wir eben gerade auf die Tagesordnung gesetzt haben, wird Tagesordnungspunkt 71. Und die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion, wird aber an der gleichen Stelle diskutiert. Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 3367 aus 19, Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend zukünftige Entwicklung der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaft, Potenziale nutzen und fördern. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Herr May, Bündnis 90 die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben vor 2 Jahren mit uns ein rapides Wachstum in ihrer Lehrtätigkeit vereinbart. Sie haben mächtig Gas gegeben und beschleunigt. Sie haben diese Beschleunigung aufgenommen, obwohl Sie zurzeit noch eine Wand auf Ihrem Weg haben, nämlich das Auslaufen des Hochschulpaktes 2020 des Bundes. Sie beschleunigen immer noch, vertrauen aber darauf, dass die Politik diese eben beschriebene Wand, auf den die Hochschulen zurasen, noch einreißt. So in etwa beschrieb der Präsident der Hochschule Darmstadt, Prof. Dr. Stengler, letzte Woche die Situation der hessischen Hochschulen. Und dieser Sachverhalt ist einer der Gründe, warum wir die Entwicklung unserer Hochschulen heute gesetzt haben, weil wir als Koalition nämlich zuverlässige Partner unserer Hochschulen sind. Denn die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ich nenne sie in der Folge nur noch Hochschulen, sind unerlässlich wichtig für unser Land. Sie sind traditionell Orte der Bildungsexpansion, des Bildungsaufstiegs. Sie sind nämlich traditionell stärker darin, jungen Menschen, auch denjenigen, die aus bildungsfernen Schichten eine gute akademische Bildung zukommen zu lassen, sind traditionell besser darin, den beruflich Qualifizierten, die dann noch eine akademische Bildung wünschen, eine gute Bildung zukommen zu lassen. Und sie sind auch besonders stark darin, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden. Und sie tun das in einer ganz hervorragenden Qualität. Ein Beispiel dafür. Über 60% der deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure sind Absolventen unserer Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Und mit dieser hervorragenden Ausbildungsleistung der Hochschulen wird das Feld für unsere vielfältige Wirtschaft bereitet, die von diesen Fachkräften lebt und deren Qualität weltweit anerkannt ist, so weit anerkannt, dass ein Reifenhersteller aus meiner Heimatstadt global mit dem Slogan wirbt, Do it with German Engineering. Hochschulen verbinden also theoretische und praktische Bildung. Sie bieten einen Bachelorabschluss, der tatsächlich zum Beruf befähigt. Sie bieten aber auch einen wissenschaftsorientierten Master und sie betreiben anwendungsorientierte Forschung, und zwar auf hohem Niveau. Und aus all diesen Gründen haben wir einen Schwerpunkt auf ihre Entwicklung gelegt, die sehr positiv zu bewerten ist. Und sie helfen uns besonders bei einer Entwicklung,
die da heißt, dass die junge Generation eine gestärkte Studierneigung hat. Die jungen Menschen streben immer mehr ein Studium an. Und aufgrund der vorgenannten Eigenschaften der Hochschulen haben wir uns als Koalition dazu entschieden, die Hochschulen im Rahmen des Hessischen Hochschulpaktes, aber eben auch im Hochschulpakt 2020 besonders wachsen zu lassen. Das heißt, im 10-Jahres-Vergleich von 2005 bis 2015 sind sie bereits um 50% gewachsen, und sie haben sich dazu verpflichtet, noch weitere Studierende aufzunehmen. Sie haben sich dazu verpflichtet, noch mehr Bildungsgänge einzurichten, ihre Kapazitäten zu erweitern. Und sie machen das mit großem Erfolg, weil wir eben ihnen die richtigen Rahmenbedingungen dafür eingeräumt haben. Und diese Entscheidung der schwarz-grünen Koalition, sie fußt eben gerade darauf, dass die jetzt stattfindende Bildungsexpansion von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften am besten bewältigt werden können. Es geht hier nicht darum, die beiden Hochschultypen gegeneinander auszuspielen, um Universitäten gegen Fachhochschulen, heute Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Hochschulbildung auf Nützlichkeitsüberlegungen zu reduzieren. Aber es ist unsere Überzeugung, dass in einer langfristigen Hochschulentwicklung die Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine größere Rolle spielen müssen. Und diese stärkere Rolle umfasst eben auch ihre Forschungstätigkeit. Die Hochschulen haben bereits gezeigt, dass sie hervorragende anwendungsorientierte Forschung betreiben. Und daher war es nur logisch, dass dieser Landtag in der Hochschulgesetznovelle die Möglichkeit für ein eigenständiges Promotionsrecht geschaffen hat. Gerade diese Entscheidung hat die Hochschulen elektrisiert und schenkt uns bundesweit Beachtung. Und ich bin sehr glücklich, dass Hessen an dieser Stelle bundesweit Vorreiter ist. Die Bedeutung des eigenständigen Promotionsrechts für Hochschulen für angewandte Wissenschaften kann gar nicht genug bemessen werden. Zum ersten Mal wird es nämlich möglich, dass in den anwendungsorientierten Wissenschaften, beispielsweise in sozialer Arbeit, direkt und nicht in einer sogenannten Bezugswissenschaft eigenständig wissenschaftlicher Nachwuchs ausgebildet werden kann. Aber auch für die Wirtschaft ist das sehr wichtig. Und um das zu unterstreichen, darf ich aus einem Gastbeitrag von Hans-Hennig von Grünberg aus dem Handelsblatt vom 10.06. zitieren, der da sagt, er fordert das Promotionsrecht auch in anderen Bundesländern, eine eigenständige Forschung wiederum braucht eine angemessene Forschungsausstattung. Aber vor allen Dingen eins, eigene Doktoranden. Für die Aufgaben der Zukunft braucht Deutschland und der regional orientierte Mittelstand schlagkräftige Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also Hochschulen mit Promotionsrecht, die ihren eigenen Weg gehen und um sich ihren Nachwuchs selber kümmern können. Zitat Ende. Und genau diesen Weg gehen wir in Hessen mit eigenständigem Forschungsbudget und eigenständigem Promotionsrecht. Und ich finde das sehr gut so. All das, was ich jetzt Positives über die Entwicklung der Hochschulen berichten konnte, ist aber nicht Gott gegeben, sondern hart erkämpft. Und gerade wenn wir uns um den sogenannten Hochschulpakt 2020 und die Fragen der Forschung anschauen, dann bedarf es einer Weichenstellung und einer Absicherung durch diesen Landtag, durch einen Beschluss dieses Landtags. Und um es auf den Punkt zu bringen, die Hochschulen wollen wissen, wie stehen die Fraktionen in diesem Haus dazu, dass wir sowohl in der Ausbildungsleistung als auch in der Forschung stark gewachsen sind. Wie stehen die einzelnen Fraktionen dazu, dass wir das Promotionsrecht geschaffen haben? Und da sind insbesondere FDP und SPD gefragt, die sich in der Vergangenheit nämlich nicht eindeutig geäußert haben. Und von daher haben wir diesen Antrag vorgelegt, der beschreiben soll, wie wir uns die Entwicklung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften vorstellen und wie dieser Pfad weitergegangen werden soll. Wir würden uns freuen, wenn die Opposition dazu klar beitreten könnte. Und wir brauchen eine Entscheidung hinsichtlich des Hochschulpaktes 2020, um auf die noch bestehende bildliche Wand vom Anfang meiner Rede zurückzukommen. Der Hochschulpakt 2020 ist nicht mit unserem hessischen Hochschulpakt zu verwechseln, sondern ist ein Programm, das vom Bund ausgeht, aber viel Geld mit sich bringt. Insbesondere für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist er immens wichtig, denn sie bestreiten bis zu 30% ihrer Haushalte heraus. Es ist uns Grünen schon lange klar, dass der sogenannte Studierendenberg eigentlich ein Studierendenhochplateau ist. Trotzdem ist der Hochschulpakt 2020 so aufgebaut, als wären die hohen Studierendenzahlen eine vorübergehende Erscheinung. Er wächst jetzt auf und geht dann wieder zurück und veräppt dann nach 2020 vollständig.
Wir wissen aber, dass das bei den Studierendenzahlen nicht der Fall sein wird. Was ist jetzt die Konsequenz daraus? Sollen wir die Angebote, die wir jetzt gerade erfolgreich aufbauen, wieder einstampfen? Gewiss dürfen wir das nicht tun, denn es würde das Tor zur Hochschule für viele junge Menschen verschließen. Es würde vor allen Dingen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften treffen und damit all die positiven Entwicklungen, sei es die Verknüpfung von beruflicher und akademischer Bildung, sei es der Wissenstransfer in kleinere und mittlere Unternehmen, sei es die anwendungsorientierte Forschung, all das würde abgesägt werden, und das kann nicht unser Ziel sein. Und daher müssen wir heute ein starkes und hoffentlich überparteiliches Signal an den Bund senden. Wir brauchen den Hochschulpakt 2020 unbedingt, und wir brauchen die Mittel nicht nur für 5 Jahre, sondern wir brauchen sie auf Dauer, damit die Entwicklung bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf Dauer weitergehen kann. Denn wir als Land können die darin enthaltenen Mittel nicht allein stemmen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit vorhanden, dass wir nicht gezwungen werden, unsere Bildungs- und Forschungsaktivitäten in diesem Bereich einzuschneiden, sondern wir müssen sie ausbauen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und der jungen Generation beste Chancen zu bieten. Für uns Grüne und die Koalition ist klar, unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften müssen ihre Entwicklung weiter gefördert werden, damit unseren jungen Menschen weiter beste Chancen geboten werden. Und ich würde mich freuen, wenn der Redner der SPD-Fraktion qualifizierter dazu redet, als die Zwischenrufe des Herrn Lerz während meiner Redezeit waren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als Nächster spricht Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich den Antrag sah, war ich hin und her gerissen, weil das Erste, was mir einfiel, war, na endlich. Das betrachtet nämlich die Regierungskontinuität. Und das Zweite war, haben die GRÜNEN vielleicht doch noch etwas mehr durchgesetzt, als ich gedacht habe? Das betrifft sozusagen die Diskontinuität der verschiedenen Koalitionen. Na endlich, ich will es mal an einem simplen Beispiel sagen. Mein Kollege Michael Siebel war hochschulpolitischer Sprecher vor mir und hat die Anfänge des LOEWE-Programms noch begleitet und hat dort ganz vehement gefordert, dass es ein Unding sei, dass das nur für die Universitäten sei und wir eine Förderungslinie brauchten für die damaligen Fachhochschulen, heute Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Insofern, na endlich, gut seit einiger Zeit. Aber es gibt da noch ein paar kleine Probleme, weil die Sonntagsreden haben ein paar Tücken. Sie werden im Alltag manchmal weniger bunt. Wer Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften will, der darf nicht nur darüber reden, der darf nicht nur kleine Budgets zur Verfügung stellen, sondern muss sich überlegen, wie das funktioniert. Da reicht es nicht, Promotionsrecht oder kooperatives Promotionsrecht zu machen. Da ist die Frage, gibt es überhaupt einen forschungsgemäßen Mittelbau? Weil Forschung ist kein Ein-Personen-Unternehmen, in dem der geniale Professor mit seinen Studierenden was erforscht, sondern es bedarf einer ziemlich komplexen Struktur. All das haben die Fachhochschulen nicht. Die Frage, da wir ja den Lehrenden an den Fachhochschulen sehr lange, also hohe Studiendeportate, also lange Lehrzeiten zumuten, was bedeutet das? Auch eine unbeantwortete Frage. Das heißt, wir machen hier schöne Erklärungen im Hessischen Landtag, aber eigentlich das Detail, die Frage, wie die Hochschulen das organisieren sollen, wird hier nicht debattiert, weil das dürfen sie dann in ihrer Autonomie machen. Mit dem Problem dürfen sie Autonomie fertig werden. Geld allein reicht nicht. Trotzdem, nur damit es nicht so bissig wird, ja, es ist wirklich ein Fortschritt. Er kommt aber aus einem ganz zentralen Grund zu spät. Das Land Hessen hat ja, wie wir alle wissen, bei der Frage Ausgaben pro Studierenden einen Stand im Mittelmaß der deutschen Gesellschaft. Und wir haben es zum Teil, die Frage der Studienplätze, die wir haben, verpennt, eine vernünftige Steuerung zu betreiben. Auch das, lieber Kollege, will ich den GRÜNEN gar nicht zum Vorwurf machen,
sondern das haben vergangene Landesregierungen gemacht. Andere Landesregierungen haben sich darüber Gedanken gemacht, wie ihr Hochschulsystem, wie ihr tertiäres System insgesamt im Lande aussehen soll, und haben sehr bewusst einen Schwerpunkt bereits beim Aufbau der großen Studierendengeneration auf die Fachhochschulen, damals den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, gelegt. Hessen hat das den Universitäten und den Hochschulen überlassen und hat das Ergebnis, das es hat, nämlich ein etwas teureres System, weil der Zuwachs zwar an den Fachhochschulen respektive Hochschulen für angewandte Wissenschaften groß ist, aber an den Universitäten nun noch deutlich ein Stück größer ist. Und bekanntermaßen ist das die teurere Variante. Der eine Teil. Der zweite Teil, wie sich das über das Land verteilt, ist auch eher dem Zufall überlassen. Und die spannende Frage, welche Verantwortung wir als Hessischer Landtag oder die Landesregierung hat, würde ich wiederholtermaßen daran erinnern, dass es die Frage auch immer ist, ist Hochschulentwicklung, ist Entwicklung von Bildung nicht auch ein Teil von Landesentwicklung, wo die Frage Beteiligung von den Regionen, die Frage Auswirkungen auf die Region nicht etwas genauer angeschaut werden kann. Und auch da, glaube ich, haben wir noch eine ganze Menge Defizite, weil im Moment ist Hochschullandesentwicklungsplanung das, was die Hochschulen planen, aber nicht das, was das Land macht. Und wir warten ja immer noch auf eine vernünftige Vorlage, in der das einmal zusammengefasst wird, das wir dann vielleicht auch im Landtag diskutieren können. Ich stimme dem Kollegen Weiz zu in der Frage, dass wir natürlich eine Debatte mit dem Bund haben werden bei der Verstetigung der Mittel 2020. Aber ich würde gerne an der Stelle genau das Problem von bestimmten Förderungsstrukturen mal beschreiben wollen. Die Idee, man macht Anstoßprogramme in großer Größenordnung und verlässt sich dann darauf, dass am Ende der Anschlussprogramme irgendwer schon dafür sorgt, dass es nicht wieder runtergeht, ist eine, die ist tendenziell gescheitert. Das gilt sowohl für die Frage 2020 als auch für die Exzellenzinitiative, dass im Prinzip sozusagen Geld mobilisiert wird, das wohltätige Wirkung hat, dann aber, wenn es in den Normalbetrieb der Hochschulen integriert werden muss, weil die Hochschulen anders gar nicht können, sofort an dem Punkt, an dem das Programm zu Ende ist, die Hochschulen an die Wand fahren lässt, wie Sie präzise beschrieben haben. Das heißt, wir haben immer noch in Deutschland das Problem der Unterfinanzierung des Bildungssektors und auch des Hochschulsektors. Und ich glaube, das ist eine gemeinsame Anstrengung wert, über diese Unterfinanzierung ein Stück weiter zu streiten. Dann komme ich zum nächsten Punkt, der sozusagen die Gewichte ein klein bisschen kritischer setzt. Das ist überhaupt nicht zugespitzt auf eine Partei oder auf die Landesregierung versus Opposition, sondern es ist die Frage, nehmen wir unsere Reden wirklich ernst? Wir haben immer noch eine Situation, dass wir zwar die Zahl der Studierenden bewältigt haben, aber wenn Sie sich einmal anschauen, wie viele Leute die Last der Ausbildung tragen, wie die Dichte der Professorinnen und Professoren an Hochschulen und Universitäten ist, der weiß, dass die Qualität der Ausbildung jedenfalls nur durch Überlast geleistet worden ist, sie strukturell aber eigentlich danach verlangt, dass alle Bundesländer ein Stück dafür tun, dass wir zusätzliche Menschen kriegen, die an den Hochschulen arbeiten, als Professorinnen und Professoren und andere mehr. Und das ist eine Auseinandersetzung, an der wir in Prioritätendebatten geraten, in Schuldenbremsen, was für auch immer. Aber wenn wir unsere Debatten, Beiträge in Sonntagsreden ernst nehmen, dass Bildung eines der zentralen Ziele deutscher Politik ist, dann sind wir mit diesem Punkt noch nicht fertig, und dann reicht es nicht, sozusagen die Ruhmestaten der Vergangenheit immer wieder vorzutragen, sondern ist es nötig, darüber zu reden, wie wir es hinkriegen, gemeinsam so viel zu mobilisieren, dass wir in Deutschland eine Hochschulbildung auf der Qualitätsstufe zumindest einer mittleren ausländischen Universität erreichen. Die Spitzenuniversitäten sind nicht mein Punkt, weil die haben Sonderfinanzierungsregeln und die sind mit unseren nicht vergleichbar. Dazu gehört dann auch zu fragen, wie sieht das Hochschulsystem insgesamt, also das Ausbildungssystem insgesamt aus? Wie wird das Gleichgewicht gewahrt zwischen dualer Ausbildung, Ausbildung an Fachhochschulen, respektive Hochschulen für angewandte Wissenschaft und Universitäten? Weil auch dort sind eine Reihe von Debatten, um die wir uns herumdrücken. Die Frage ist sozusagen, was gehört eigentlich in die wo übernehmen bereits Hochschulen für angewandte Wissenschaft Aufgaben, die eigentlich in die duale Ausbildung gehören, die dort aber von Unternehmen längst nicht mehr gemacht werden, ist eine politische Debatte wert, da gibt es eine ganze Reihe. Andersrum ist die Frage, welche heutige Ausbildungsberufe gehören aus Gründen der Qualifikation an Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Sie kennen das Problem, das wir haben bei bestimmten Pflege- und Betreuungsberufen, dass die Frage der Diagnostik dort ja so ist. Ich sage das mal ganz flapsig. Ein Bildungssystem in einem Lande
dass es schafft, Menschen durch dieses System durchlaufen zu lassen und 7 Millionen funktionale Analphabeten zu produzieren, ist gescheitert. So. Auch da haben wir, glaube ich, Nachholbedarf. Kriterien für uns sind klar. Durchlässigkeit, bin ich bei Ihnen. Einstieg für Menschen, die sozusagen nicht den goldenen Weg zum Universitätsabschluss haben. Keine Abschlüsse erster und zweiter Ordnung wäre ein wichtiges Kriterium. Das war der Punkt. Wir haben uns nicht geäußert zur Frage Promotion, sondern wir haben unsere Befürchtung geäußert, dass es wieder eine Konstellation gibt, wie wir sie bei den graduierten Ingenieuren z.B. schon hatten, dass es eben erste und zweite Ordnung Abschlüsse gibt und dass es gute Gründe gibt, darüber nachzudenken, das auch so abzusichern, dass das nicht passiert, und Bildung in der Fläche. Wer will, dass die Menschen nicht ins Ballungsgebiet ziehen, die Jungen, weil sie anderswo keine Bildung kriegen, der muss erneut darüber nachdenken, ob wir, wie das die Technische Hochschule Mittelhessen oder die Hochschule Rhein-Main machen, uns nicht mit der Pendance noch ein Stück weiter auf dem Land ausbreiten. Weil Bildung zu den Menschen zu bringen, ist manchmal für die Landesentwicklung besser, als sozusagen die Menschen zur Bildung zu bringen, weil sie in Ballungsräumen zu Konsequenzen führt, hohe Mietpreise und Ähnliches mehr. Das muss ich Ihnen nicht so erzählen. Also Ausbau ist noch nicht beendet. Anschlussfinanzierung stehen wir alle in der Verantwortung. Dann ist aber auch die spannende Frage, wie sich eigentlich die Clusterpreise im Laufe von Hochschulpakten entwickeln. Und wenn ich die Rückkopplungen aus den Hochschulen für angewandte Wissenschaften richtig verstanden habe, Herr Minister, da werden Sie nachher vielleicht das Vergnügen haben, etwas dazu zu sagen, ist es schon so, dass Sie aus der Konstellation, die wir jetzt haben, bereits wieder anfangen, da Sie im Hochschulpakt mit den Hochschulen keine konkreten Clusterpreise festgelegt haben, an denen herumzuschrauben. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, dann hätten auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaft mit Zitronen oder was auch immer gehandelt, sondern wir fordern sie schon auf, die auf dem Level zu lassen, den sie haben, weil sie sind nicht überfinanziert, sondern sind unterfinanziert. Und wir würden gerne in der Haushaltsdebatte mit Ihnen da noch einmal drüber streiten. Allerletzter Punkt, weil die Redezeit auch zu Ende geht. Es gibt eine Hochschulaufgabe, die taucht bei Ihnen bei der langfristigen Berufsausbildung als duales Studium auf, die wir überhaupt noch nicht zu Ende diskutiert haben. Ich glaube, dass es gut wäre für ein deutsches Bildungssystem, dass wir die Menschen, die akademisch ausgebildet sind, auch an den Institutionen, an denen sie ihre Ausbildung haben, fortbilden. Ich halte es zum Teil für unverschämt, was es für private Fortbildungskurse gibt, die behaupten, sie würden sozusagen all das nachholen, was an den Hochschulen nicht mehr gelehrt worden ist. Und diese Aufgabe und ihre Finanzierung, mir geht es da nicht um Gebührenfreiheit in dieser speziellen Frage, und ihre Finanzierung ist die Aufgabe, der sich ebenfalls die Landespolitik noch einmal stellen muss. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, in einer Debatte die Hochschulen für angewandte Wissenschaften mal in den Fokus zu rücken. Ich bin Herrn Kollegen May durchaus dankbar, dass er für seine Fraktion gleichzeitig betont hat, dass dies nicht bedeutet, die verschiedenen Hochschultypen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf der einen Seite, Universitäten auf der anderen Seite, mit dieser Debatte gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist auch besonders wichtig, weil ansonsten schnell Missverständnisse produziert werden könnten, einen solchen Zungenschlag mit hineinzunehmen. Aber wir teilen als Freie Demokraten schon seit sehr, sehr langer Zeit die Einschätzung, dass gerade dieser spezielle Hochschultyp im Hinblick auf die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems, die Aufstiegsorientiertheit unseres Bildungssystems, aber auch die besondere Praxisorientierung nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im Hinblick auf Lehre und Forschung einen besonderen Stellenwert hat. Und insofern, Herr Kollege May, tue ich mich überhaupt nicht schwer, für die Freien Demokraten zu erklären, dass wir das Allermeiste, das Sie in Ihrem Antrag beschreiben, unterstützen können. Sie haben auch sehr gängige Formulierungen, die gar nicht so scharf und pointiert sind, wie Sie das dann hier in der Rede zum Teil angemahnt haben, gefunden.
Aber ich werde auch die Unterschiede für die Freien Demokraten herausarbeiten. Klar ist, dass wir ohne unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften den großen Anstieg an Studierenden in den letzten Jahren nicht hätten bewältigen können. Ein Anstieg, der maßgeblich auf die doppelten Kohorten im Zusammenhang mit der G8-G9-Umstellung zurückzuführen ist, der etwas zu tun hat mit dem Wegfall der Wehrpflicht, der aber, und das hat uns, glaube ich, wenn man mal 5 bis 10 Jahre zurückschaut und die damaligen Studierendenzahlprognosen sich anschaut, doch miteinander durchaus überrascht, dass nämlich die Frage der Studierneigung sich so erheblich erhöht hat. Ich sage das jetzt völlig wertfrei, dass das, was wir einmal bei der Bewältigung der eben diskutierten Doppelkohorten und Zusatzjahrgänge, ich eben beschrieben habe, eben nicht wieder abflacht, sondern wir dauerhaft mit diesen erhöhten Studierendenanfängerzahlen und dann sich weiterlaufenden Studienplatznotwendigkeiten eben rechnen werden müssen. Und dementsprechend stehen wir eben auch der Aufgabe gegenüber, dann eben eine dauerhafte Finanzierung für diese Studienplätze zu gewährleisten, die wir nach wie vor brauchen werden. Aber, Herr Kollege May, ich halte den Weg, den Sie jetzt beschreiben, möglicherweise für den wahrscheinlicheren, aber nur für den zweitbesten Weg. Weil Sie haben sich damit auseinandergesetzt, inwiefern das gemeinsame Programm von Bund und Ländern, der Hochschulpakt 2020, einer Verlängerung oder zumindest, also einer Verstetigung oder zumindest einer Verlängerung zugeführt werden kann. Ich glaube, dass genau dieser Punkt, nämlich die gesamtstaatliche Verantwortung, das zu tragen, uns auf die eigentliche Frage wieder zurücklenkt, die nach der Föderalismuskommission I und II mit der noch ausstehenden Föderalismuskommission III nie bewältigt und erledigt, einem Ergebnis zugeführt worden ist, wie wir nämlich die Finanzströme für die den einzelnen Ländern zugewiesenen Aufgaben in Deutschland sortieren. Deswegen mahne ich an dieser Stelle an, dass es der bessere, der zutreffendere Weg wäre, genau an diese Neuordnung der Finanzströme in Deutschland zu gehen. Wir haben als Freie Demokraten immer in die Diskussion eingebracht, die Frage der Mehrwertsteuerpunkte anzugehen, hier das Mehrwertsteueraufkommen zugunsten von mehr Investitionen in Bildung in den verschiedenen Ländern neu zu ordnen, den Ländern hier mehr Aufkommen zuzuweisen. Und wir wären auch bereit, dies über einen Staatsvertrag insofern abzusichern, dass diese Zusatzmittel, die den Ländern dann zur Verfügung stehen würden, eben in Bildung investiert werden. Wir alle miteinander wissen, dass das nicht nur eine Frage der Fortführung dieser Studienplatzfinanzierung ist, sondern dass es dabei auch um die Modernisierung unseres Bildungswesens im Gesamten geht. Herr Kollege Grumbach hat schon den einen oder anderen Punkt benannt, wo auch grundständig aus dem Schulbereich heraus Modernisierungsbedarf besteht, wo das Schulwesen nicht leistungsfähig genug ist, wo aber auch zusätzliche Herausforderungen, ich spreche mal nur die Fragen der Digitalisierung, von E-Education und anderen Punkten auf uns zukommen und wir entsprechend hier gut investierte Mittel hätten, in der Kompetenz der Bundesländer dies zu tun. Solange das aber, Herr Kollege May, nicht der Fall ist, und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre ich zurückrechnen soll, dass wir darüber diskutieren, dass das an für sich der sachgerechteste Weg wäre, bin ich durchaus bei Ihrer Darstellung zu sagen, wir haben hier eine gesamtstaatliche Anstrengung zu schultern. Wir müssen zu einer Diskussion kommen, eben den Hochschulpakt 2020, wenn nicht sogar zu verstetigen, wenigstens entsprechend zu verlängern. Wir brauchen das auch im Hinblick auf die Planungssicherheit. Das betrifft unsere Hochschulen insgesamt, es betrifft aber ganz besonders die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, denn wir alle wissen, dass der Anteil der HSP 2020-Mittel bei Ihnen wesentlich größer ist, als dies bei den Universitäten der Fall ist, eben deswegen, weil Sie uns in diesem besonderen Maße geholfen haben, den Studienplatzaufbau auch bewältigen zu können. Also, nur machen wir uns
machen wir uns doch bitte in der Diskussion nichts vor. Auch der Bund wird bei der Frage der Verlängerung oder Verstetigung in der nächsten Legislaturperiode eigene Akzente setzen wollen. Insofern wird auch diese Entscheidung, prophezei ich jetzt mal ganz vorsichtig, Herr Kollege May, nicht mehr vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr im Herbst erreichbar sein. Wir reden ja über einen Zeitraum nach 2020. Ich würde mich wundern, wenn wir das in 2016 miteinander verabreden könnten. Und insofern müssen wir uns als Land die Frage stellen, welche Übergangsmaßnahmen dann notwendig sind, um hier den Hochschulen zumindest von unserer Seite aus eine Planungssicherheit zu geben. Das betrifft zum einen den Landesanteil am HSP 2020-Programm. Das wäre ja seitens des Landesgesetzgebers zusicherbar. Das betrifft aber auch, Sie haben das Gespräch letzte Woche mit den Hochschulpräsidenten erwähnt, die Frage der noch immer bestehenden Befristung von entsprechenden Stellen, die aus diesem Programm finanziert werden, und wo natürlich die Frage der Wettbewerbsfähigkeit bei der Einwerbung entsprechend guter Besetzung für Professuren sich stellt. Und ich durchaus interessiert dafür bin, wie die schwarz-grüne Koalition mit diesen Übergangsproblemen umzugehen gedenkt. Lassen Sie mich aber auch noch auf die inhaltliche Weiterentwicklung kommen. Herr Kollege May, so sehr wir immer auch, und da sehe ich ehrlich gesagt die Politik, die Sie jetzt beschrieben haben, als eine Fortsetzung der Politik, die auch in den vergangenen Legislaturperioden zum Teil eben auch unter freidemokratischer Beteiligung in der Landesregierung gemacht wurde, als Fortsetzung dieser Politik, so sehr wir unterstützen, das Forschungsprofil unserer Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter zu stärken und auszubauen. Das betrifft die Frage der Forschungs- und Innovationsmittel genauso wie die Frage der Verstärkung des Mittelbaus. Das betrifft dann aber auch, Herr Minister, eben die Frage, inwiefern Sie diese Zwischenlösung, die Sie da gefunden haben, nicht eigentlich sachgerechter in die Clusterpreise einarbeiten und damit eben auch verstetigen und absichern sollten. Und das betrifft, Herr Kollege Grumbach, die Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen, auch die Verwahrung dessen, was bei Ihnen so ein bisschen andeutete, nämlich das Instrumentarium der Ziel- und Leistungsvereinbarungen und damit das Aushandeln von zwei Partnern auf Augenhöhe wieder durch eine Überplanung zu ersetzen, um eben hier diese inhaltliche Weiterentwicklung zu erreichen. Gleichzeitig, und jetzt komme ich, Herr Kollege May, zu den Punkten, wo Sie ja Profil oder Äußerungsbedarf angemahnt haben, geht es uns als Freien Demokraten aber auch um den Erhalt von Qualitätsstandards. Und deswegen sage ich hier sehr deutlich, dass wir mit Skepsis die zwei Projekte begleiten, die Sie in der Hochschulgesetznovelle eingeführt haben. Das betrifft zum einen das Studieren mit Gesellenbrief, und zwar neben all den Möglichkeiten, die es im Hinblick auf die Studiermöglichkeiten für beruflich Qualifizierte bereits gibt. Ich glaube nicht, dass unsere Hochschulen darauf vorbereitet sind. Ich glaube, dass man auch den beruflichen Schulen hier einen Tort antut, deren Expertise in diesem Bereich jetzt völlig auszuschalten. Aber das betrifft auch das von Ihnen gewählte Verfahren für das Kollegin Beer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja, ich komme zum Schluss. Kommen. Für das gewählte Verfahren, mit Unterstreichung auf Verfahren, für das Promotionsrecht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir glauben, dass die kooperative Promotion oder ein gewähltes Verfahren unter Einschluss des Wissenschaftsrats, unter Einschluss einer wissenschaftlich abgesicherten Debatte über die Qualitätsstandards für die Verleihung des Promotionsrechts der richtige Weg gewesen wäre. Wir glauben, dass wir alles daran setzen müssen, dass es nicht zu Promotion erster und zweiter Klasse kommt. Damit wäre niemandem gedient. Und ich sehe momentan in dem Verfahren, das Sie gewählt haben, leider noch keine Ansatzpunkte dafür, wie Sie das verhindern wollen. Denn machen wir uns nichts vor. Bundesweit wird dieser hessische Sonderweg zumindest skeptisch beäugt, auf jeden Fall nicht einmütig befürwortet. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE.
Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es ist gut, dass wir heute mal ein bisschen länger über die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie die Fachhochschulen seit einiger Zeit heißen, sprechen. Im Antrag von CDU und GRÜNEN geht es um die fünf staatlichen Hochschulen. Ich finde aber vorneweg, dass wir auch die Evangelische Hochschule Darmstadt nicht ganz vergessen sollten, die gerade in den Bereichen Erziehung und Pflege einen wichtigen Beitrag zur hessischen Hochschullandschaft leistet. Deswegen will ich sie ausdrücklich hier auch noch einmal erwähnen. Es wurde viel Positives gesagt über die Lehre und die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich finde aber, dass das aus meiner Sicht größte Verdienst, das diese Hochschulen haben, das geht eigentlich im vorliegenden Antrag ein bisschen unter. Und das ist aus meiner Sicht das Verdienst, dass sie Menschen einen Zugang zur Hochschulbildung ermöglichen und ermöglicht haben, die an den Universitäten lange unterrepräsentiert waren und immer noch sind. Denn die Bildung hängt ja in diesem Land nach wie vor von der sozialen Herkunft ab, also vom Bildungsgrad und vom Geldbeutel der Eltern. An den Universitäten überwiegt die akademische Herkunft. 58% der Studierenden haben Eltern mit Studienerfahrung, während die sogenannten Bildungsaufsteiger, das heißt Studierende mit Eltern ohne Hochschulerfahrung, mit 63% an den Fachhochschulen weitaus häufiger vertreten sind als an den Universitäten. Weil die Fachhochschulen eben auch Menschen ohne Abitur, also mit Fachhochschulreife und beruflich Qualifizierten, den Zugang zum Studium ermöglicht haben und damit auch in der Vergangenheit einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass Bildungshürden abgebaut wurden, dass es eine bessere Durchlässigkeit gab von beruflicher und akademischer Bildung. Die Fachhochschulen entstanden Ende der 60er Jahre. Sie wurden damals als reine Lehrhochschulen gegründet, auch aufgrund des wachsenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften. Mittlerweile bekommt aber auch, und darauf ist ja auch mehrfach hingewiesen worden, hat die Forschung auch eine zunehmend größere Bedeutung. Ja, und deshalb halten wir es für richtig, dass den forschungsstarken Fachbereichen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zukünftig erleichtert wird, ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden durch die Einführung eines eingeschränkten Promotionsrechts. Wir haben das klar befürwortet, weil ich einfach glaube, dass die kooperativen Promotionen natürlich auch in einigen Bereichen an ganz objektive Grenzen gestoßen sind. Nehmen wir zum Beispiel das ganze Feld der sozialen Arbeit. Da ist es einfach schwierig zu promovieren im Rahmen einer kooperativen Promotion mit den Unis, wenn man an den Universitäten eigentlich keinen Fachbereich hat, der dazu ein Äquivalent wäre. Deswegen befürworten wir das eingeschränkte Promotionsrecht für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich sage aber auch, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn Schwarz-Grün diese zusätzliche Aufgabe, die damit die Hochschulen natürlich bekommen, wenn man dafür auch zusätzliche Mittel eingestellt hätte. Das ist jetzt sicher nicht sehr viel, weil natürlich der Anteil der Doktoranden jetzt nicht die ganz großen Zahlen sind. Aber natürlich sind es in Zeiten von angespannten Haushaltslage, auch gerade an den Hochschulen, wäre das auch richtig und gut gewesen. Wenn wir über die Qualität von Lehre und Forschung reden, dann müssen wir natürlich auch in erster Linie über die Finanzierung reden. Und da sorgen sich die Hochschulen für angewandte Wissenschaften derzeit besonders über die Fortschreibung der Mittel aus dem Hochschulpakt 2020, der aus Mitteln des Bundes und der Länder finanziert wird. Der relative Anteil der Hochschulpakt 2020-Mittel liegt bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften höher als an den Unis, zum Teil bei 30% des Budgets. Und deswegen ja auch das treffende Bild des Präsidenten. Herr May hat es bereits zitiert, dass die Präsidenten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften so ein bisschen das Gefühl haben, man rast auf eine Wand zu. Und es ist noch nicht so ganz klar, wann der Tunnel oder das Tor gebaut wird, der die Hochschulen dann durch diese Wand durchleitet. Und deshalb eine verstetigte und verlässliche Finanzierung der Hochschulen ist notwendig, damit sich der Bund mit dem Auslaufen des Hochschulpakts 2020 nicht vollkommen aus der Studienplatzfinanzierung aussteigt, sich nicht vollkommen zurückzieht. Ich denke, dass der Hochschulpakt 2020 ebenso wie seine Vorgänger seit dem Jahr 2007 einen ganz entscheidenden Geburtsfehler haben. Man geht von kurzfristig steigenden Studierendenzahlen aus. Ein Studierendenberg
quasi, also auch infolge der doppelten Abiturjahrgänge. Und immer, man hat, wollte immer den Versuch machen, diesen kurzfristigen Studierendenberg in irgendeiner Form zu untertunneln. Es handelt sich also um ein zeitlich begrenztes Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger. Aber die Realität hat ja gezeigt, und vor allem die Prognosen haben auch gezeigt, dass die Studienanfängerzahlen eben nicht zurückgehen, sondern wir damit rechnen müssen, dass wir langfristig hohe Studierendenzahlen haben. Und das ist ja eigentlich auch politisch gewünscht, weil eigentlich möchte man ja auch eine Erhöhung der Studierendenquote. Und wir haben ja auch es mit einer höheren Studierneigung zu tun. Deshalb grundsätzlich das Problem, es werden kurzfristige Pakte ausverhandelt, die eben nicht verlässlich langfristig die Finanzierung sichern. Und diese zeitlich begrenzten Hochschulpakte bieten dann eben auch keine dauerhafte Verlässlichkeit für Studienplätze, für gute Studienbedingungen. In dem Fall reicht aber auch nicht aus, einfach zu einer Verstetigung des Hochschulpaktes zu kommen. Denn auch die finanziellen Mittel sind deutlich zu gering bemessen. Der Hochschulpakt ist unterfinanziert, er deckt nicht den Bedarf. Nein, er zementiert leider ein schlechtes Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden. Und diese Unterfinanzierung hat eben auch zur Folge, dass Hochschulen mehr und mehr um Drittmittel konkurrieren müssen, auch im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir stehen ja dem wachsenden Einsatz von Drittmitteln ohnehin kritisch gegenüber. Aber eine Unterfinanzierung sorgt natürlich geradezu für eine Abhängigkeit von Drittmitteln. Und deshalb finde ich, wenn es zu einer Neuverhandlung des Hochschulpakts kommt, ist das erst einmal das, was man zugrunde legen müsste. Nämlich, wir haben langfristig werden die Studierendenzahlen höher sein als in der Vergangenheit. Und deswegen sollte man von den kurzfristigen Planungen wegkommen, sondern die Mittel verstetigen und eben auch die Mittel pro Studienplatz so ausfinanzieren, dass es eben auch bedarfsdeckend ist. Das Problem ist bei kurzfristigen Pakten, dass sie kurzfristige Planungsmöglichkeiten nach sich ziehen und dann eben auch kurzfristige Arbeitsverhältnisse. Und da bin ich noch einmal bei dem Punkt, die Hochschulen als Arbeitgeber, weil wir natürlich merken, auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass wir hier die Schwierigkeit haben, dass, wenn man nicht langfristig planen kann, es eben auch Probleme gibt mit Verbeamtungen und damit eben Mitarbeitern auch langfristig Perspektiven anzubieten. Und natürlich wissen wir, dass die Gehälter gerade im Bereich der Ingenieurwissenschaften oder so, also dass dort die Gehälter natürlich in der Industrie und in der Wirtschaft um einiges höher liegen als an den staatlichen Hochschulen. Aber die staatlichen Hochschulen hatten zumindest in der Vergangenheit eine andere Möglichkeit, dass sie zumindest eine Sicherheit durch die Verbeamtung anbieten konnten. Und da haben wir jetzt ein Problem. Da reichen auch 171 zusätzliche Stellenhülsen für die W2-Professuren reichen da nicht aus, sondern, und das haben uns ja die Präsidenten in der letzten Woche anschaulich geschildert, dass sie da einfach ein Problem haben, ihre Mitarbeiter auch langfristig an die Hochschule zu binden und diese Planungssicherheit zu geben. Deshalb, statt der Exzellenzinitiative, die wir jetzt auf Bundesebene, gerade wieder beschlossen wurde, muss der Hochschulpakt 2020 ausgeweitet werden, über 2020 hinaus. Die tatsächlichen durchschnittlichen Kosten eines Studiums müssen dem zugrunde liegen. Die Lehre ist eine dauerhafte Aufgabe, deswegen muss sie dauerhaft finanziert sein. Die Hochschulfinanzierung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Und vielleicht noch kurz auch zu dem Exzellenzprogramm, das wir auf Landesebene haben, dem sogenannten LOEWE-Programm. Wir haben diese Exzellenzinitiativen ja vor allem deshalb immer sehr kritisch gesehen und sehen die weiterhin kritisch, weil sie Eliteförderungen sind. Und wir sehen sie aber, haben sie auch deshalb kritisch gesehen, weil ja gerade aus den LOEWE-Programmen, aus der Exzellenzinitiative, ja die Fachhochschulen größtenteils außen vor sind, die Kunsthochschulen aber zum Beispiel komplett außen vor sind. Also die haben überhaupt nichts von dieser. Ja, die Kunsthochschulen, die forschen ja noch nicht. Also die, ja, das ist interessant. Die Kunst, das ist interessant. Das wäre in der Tat jetzt mal visionär, wenn Sie dazu etwas sagen würden. Weil, Herr Minister, ich finde, was in dem Antrag fehlt, an dem Sie ja sicher beratend beteiligt gewesen sind, fehlt, ist so wirklich jede Form
von einer Vision eigentlich. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ich finde gerade, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe haben und auch zusätzliche Aufgaben gesellschaftlich übernehmen könnten. Wenn wir z.B. über die Akademisierung von Berufen reden, im Bereich der Pflege, im Bereich der Erziehung, Herr Grummer hat das schon angesprochen, da geht es um die Frage der Qualifikation, aber da geht es auch um die Frage von Gehaltsniveau. Und es kann auch nicht sein, dass Menschen, die arbeiten als Erzieherinnen und Erzieher, die in der Pflege arbeiten, die so jämmerlich schlecht verdienen, dass sie kaum über die Runden kommen. Auch da glaube ich, dass die Akademisierung solcher Berufe auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Berufe endlich den gesellschaftlichen Stellenwert haben, der ihnen eigentlich zusteht. Und da glaube ich, können die Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch an der Stelle eine wichtige Rolle spielen. Deswegen, wir brauchen eine ausgewogene, verlässliche Finanzierung, und wir brauchen eine Debatte darüber, wie wir die Hochschullandschaft in Hessen weiterentwickeln, insbesondere auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hofmeister, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik, der seinen Abschluss vor über 11 Jahren an der damaligen Fachhochschule Frankfurt am Main erreicht hat, habe ich für meine Fraktion diesen Redebeitrag gerne übernommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich um den Wert und die Qualität der bisherigen Fachhochschulen und der heutigen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und in den letzten 1,5 Jahrzehnten hat sich in der Hochschullandschaft insgesamt vieles getan und in eine sehr positive Richtung entwickelt. Die Ausbildung von Wissenschaftlern und Fachkräften sowie eine hochqualifizierte Forschung sind wichtige Faktoren, mit denen die Hochschulen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Bundeslandes beitragen. Die Innovationsleistungen der Hochschulen entscheiden über die erfolgreiche Entwicklung unserer Wirtschaft. Sie schaffen damit auch neue, moderne Arbeitsplätze und sichern letztlich unseren Wohlstand. Um die Qualität der hessischen Forschung und Lehre sicherzustellen, bedarf es gut finanziell und personell ausgestatteter Hochschulen, an denen die jungen Menschen ein optimales Umfeld vorfinden. In Hessen ist festzustellen, die Hochschullandschaft ist hervorragend aufgestellt. Wir verfügen über erstklassige Universitäten. Und auch unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Darmstadt, Fulda, Frankfurt am Main, Mittelhessen und Rhein-Main mit den Standorten Wiesbaden und Rüsselsheim liegen im bundesdeutschen Vergleich im Spitzenfeld. Das ist in erster Linie eine enorme Leistung der Hochschulen selbst, der Bediensteten, der Wissenschaftler und der Studierenden. Aber auch die Landespolitik hat ihren maßgeblichen Anteil in den letzten 1,5 Jahrzehnten unter Führung der Union die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass diese Erfolge auch möglich wurden. Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeugung, dass das beste Mittel zur Stärkung von Innovationsfähigkeit unseres Landes gut ausgestattete und attraktive Hochschulen sind. Und deshalb gilt unser besonderes Augenmerk der Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit. Zwei Meilensteine auf diesem Weg sind in dieser Legislaturperiode verabschiedet worden. Mit dem im März 2015 unterzeichneten Hessischen Hochschulpakt 2016 bis 2020 wurden die Grundbedingungen der Hochschulentwicklung in Bezug auf Qualifizierung und Finanzierung abgesteckt. In intensiver Diskussion mit allen hessischen Hochschulen konnte hier ein gemeinsames Ziel erreicht werden. Mit 1,1 Milliarden € Grundbudget, über 250 Millionen € Erfolgsbudget und nochmals rund 250 Millionen € für zweckbezogene Verwendung wurde der höchste Betrag bereitgestellt, den es je in unserem Bundesland für Hochschulen gab. Zudem haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine Änderung des Hochschulgesetzes beschlossen, die in ihrer Modernität vorbildlich war. Das neue Hochschulgesetz beinhaltet unter anderem eine Stärkung der Hochschulautonomie, verlässliche Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler, Zugangserleichterungen für Studierende sowie eine transparentere Mittelverwendung. Und diese neuen Regelungen ermöglichen entscheidende Verbesserungen für alle Hochschulen, insbesondere aber auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich möchte an dieser Stelle dem hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, seinem Staatssekretär Ingmar Jung und deren Vorgängern herzlich dafür danken, dass sie dem Thema der Stärkung unserer Hochschulen immer Priorität zugewiesen
sich beim Finanzminister dafür eingesetzt und dadurch die jetzige und in den letzten Jahren stattfindende positive Entwicklung ermöglicht haben. Ein besonderes Augenmerk lag und liegt bei der Förderung der Hochschullandschaft auf den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir sind der Ansicht, dass diese Hochschulen eine größere Bedeutung und damit auch eine größere Verantwortung in der hessischen Hochschullandschaft einnehmen können. Mittlerweile liegt der Anteil der Studierenden an den HAWs bereits bei 30 %, und die Zahl der Studierenden hat sich in den letzten 10 Jahren von etwas über 40.000 auf über 65.000 gesteigert. Mit der besonderen Förderung der HAWs tragen wir in der Entwicklung Rechnung, dass diese früheren Fachhochschulen einen großen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung leisten und dass gerade im anwendungsorientierten praxisnahen Bereich, der insbesondere auch für viele kleine und mittlere Unternehmen in Hessen von großer Bedeutung ist. Zudem bieten gerade die HAWs mit ihren praxisorientierten Studiengängen eine hohe Durchlässigkeit für Studierende, die nicht sofort nach der Schule mit einem Studium beginnen, sondern zunächst eine Lehre absolvieren, vielleicht sogar einen Meisterbrief erlangen. Und zu dieser höheren Durchlässigkeit gehören auch die Möglichkeiten dualer und berufsbegleitender Studiengänge, von denen Studierende wie Unternehmen profitieren und die damit einen direkten Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs leisten. Ich erwähne an dieser Stelle exemplarisch das Modell Studium Plus der Technischen Hochschule Mittelhessen, die damit akademische Bildung auch in Nicht-Hochschulstädten ermöglicht und der Wirtschaft im ländlichen Raum eine Option zur Fachkräftesicherung bietet. Meine Damen und Herren, es ist schon angesprochen worden, mehrfach in Anerkennung der Forschungsleistung der HAWs wurde jüngst für ausgewählte, besonders forschungsstarke Studiengänge ein eigenes Promotionsrecht eingeführt. Bisher war eine Promotion in Zusammenarbeit mit einer Universität möglich, was an einigen Hochschulen für angewandte Wissenschaften reibungslos praktiziert wurde, an anderen jedoch nicht. Die kooperativen Promotionsverfahren sind weiterhin möglich und werden auch gefördert. Aber durch das eigene Promotionsrecht wurde ein erweiterter Spielraum geschaffen, der die HAWs in ihrer Attraktivität für Wissenschaftler stärken wird. Und dieser Sonderweg, Frau Beer, wird natürlich auch evaluiert. Es ist zunächst einmal ein Weg, und dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zudem wurde ein eigenes Forschungsbudget von 4,5 Millionen Euro pro HAW eingerichtet, bei dem die Hochschule selbst entscheiden kann, wofür es verwendet wird. Die Frage der Stellenhülsen für WZ-Professuren wurde bereits erwähnt. Und wir haben natürlich auch die Frage der zukünftigen Personalgewinnung im Blick. Und auch der Neu- und Umbau der Gebäude zur Schaffung adäquater Räumlichkeiten für Forschung und Lehre wurde unterstützt. Es wurden 20 bis 35 Millionen Euro pro HAW aus dem Heureka-Programm bereitgestellt und auch aus dem Hochschulpakt zwischen Bund und Ländern. In West 3 gibt es zweistellige Millionenbeträge pro Hochschule zu erwarten. Und Herr Grumbach, das sind nicht irgendwelche kleinen Budgets, sondern das kann sich absolut sehen lassen. Mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften attraktive Studienorte für zahlreiche junge Menschen geworden, was sich in weiter steigenden Studierendenzahlen ausdrückt. Wir können derzeit die Früchte der konsequenten Politik der Hessischen Landesregierung zur Stärkung der Hochschulen ernten. Aber es ist uns natürlich klar, dass wir uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen dürfen. Eine lebendige Hochschullandschaft ist ständig in Bewegung, und die Veränderungen müssen auch dementsprechend von der Politik begleitet werden. Wir haben uns daher vorgenommen, die bisher erreichten Schritte abzusichern, die Qualität der Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter zu stärken und insbesondere die Planungssicherheit für die nächsten Jahre hinaus sicherzustellen. So viel zu der Kritik, die unter anderem von Frau Beer und von Herrn Grumbach angesprochen wurde. Wir setzen uns im Bund dafür ein, dass die Mittel des Hochschulpaktes zwischen Bund und Ländern auch nach 2020 weiterhin zur Verfügung stehen. Das Programm Heureka II ist für die Zeit nach 2020 ausgelegt. Durch Fortsetzung der Kampagne Forschung für die Praxis stehen weitere 2,5 Millionen Euro bis 2020 für praxisnahe Forschungsprojekte zur Verfügung, wodurch auch die Vernetzung der HAWs mit der Wirtschaft gesteigert wird. Das Programm LOEWE zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung bleibt zentraler Bestandteil der hessischen Forschungspolitik. Und dort arbeiten bekanntermaßen Universitäten häufig mit HAWs zusammen. 80 Millionen Euro jährlich werden hier insgesamt für die Hochschulen bereitgestellt. Meine Damen und Herren, ich danke unserem Koalitionspartner, dass mit diesem Setzpunkt die erfolgreiche Hochschulpolitik des Landes Hessen
wieder einmal in den Mittelpunkt einer Debatte gestellt werden kann. Die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Hochschulen insgesamt wurde in den letzten Jahren weiter gesteigert. Und unsere hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind und bleiben attraktive Angebote für Studierende, für die Forschung und für die Unternehmen, die von den Leistungen der Hochschulen profitieren. Wir haben Planungssicherheit geschaffen, und wir werden diese Planungssicherheit auch über das Jahr 2020 ausweiten. Ich stelle abschließend fest, der Wissenschaftsstandort und Forschungsstandort Hessen ist fit für die Zukunft, und die Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN wird entschlossen dafür arbeiten, dass das auch so bleibt. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag, den die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier vorgelegt haben, er bezeichnet schon wirklich eindrucksvoll die Erfolgsgeschichte, die eine Hochschulart hinter sich hat, die ja noch nicht einmal 45 Jahre alt ist. Und es ist eine Hochschulart, die eine, auch das muss man immer mal wieder unterstreichen, eine wirklich außerordentliche Vielfalt der Aufgaben hat, aber insbesondere auch der positiven Wirkungen für einen Wissenschaftsstandort wie Hessen, aber natürlich auch für einen Wirtschaftsstandort wie Hessen, also für das Beschäftigungssystem, für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen, aber natürlich auch für die regionale Strukturpolitik. Und es ist eigentlich kein Wunder, Herr May hat darauf verwiesen, es ist eigentlich kein Wunder, und trotzdem ist es sehr interessant für die Beurteilung der Bedeutung der HAWs, dass zwei Drittel aller in Hessen ausgebildeten Ingenieure eben von den HAWs kommen. Und nicht nur die Ingenieure, sondern auch zwei Drittel aller ausgebildeten Betriebswirte eben von diesem Hochschultyp kommen. Das funktioniert, auch das ist deutlich geworden, natürlich nicht ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen. Eine besonders wichtige Rahmenbedingung ist und bleibt unser Hochschulpakt, der Hessische Hochschulpakt, den wir abgeschlossen haben von 2016 bis 2020. Er ist in der Tat ein Meilenstein für den Wissenschaftsstandort. Er garantiert den Hochschulen in den kommenden fünf Jahren eine finanzielle Ausstattung, wie es sie bislang noch nicht gab, nämlich von 9 Milliarden €. Und natürlich profitieren davon auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Eine weitere wichtige Rahmenbedingungen ist das erklärte Ziel, dass der auf die HAWs entfallene Anteil der Studierenden, wir haben auch darüber heute schon gesprochen, spürbar gesteigert und erhöht wird. Auch das ist nicht umsonst zu haben, und deswegen ist das mit den entsprechenden Finanzzuweisungen im Rahmen des Bund-Länder-Hochschulpaktes 2020 finanziell hinterlegt worden. Ich stimme ausdrücklich zu, ich sage das ganz ausdrücklich hier, und ich bin auch dankbar, dass CDU und GRÜNE das so ausdrücklich zum Thema gemacht haben, dass dies verstetigt werden muss, über das Datum hinaus finanziell unterlegt werden muss und dass dafür natürlich ein weiteres Engagement des Bundes unerlässlich ist. Das ist auch der Grund dafür, dass die gemeinsame Wissenschaftskonferenz dies ganz intensiv mit dem Bund gemeinsam erörtert und berät. Und exakt das ist es ja auch, was den Bedürfnissen der Studierenden entspricht. Denn die Gewissheit, an den HAWs eine hervorragende berufliche Qualifikation zu erhalten, dass die bestmöglich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet zu werden, das ist und das war für die Studierenden von HAWs das wesentliche Argument, sich für diese Hochschulart zu entscheiden. Dazu gehört natürlich die didaktische Kompetenz der Professoren an den HAWs. Dazu gehört das auf den unmittelbaren Kontakt zu den Studierenden ausgelegte Lehrkonzept. Dazu gehört aber natürlich auch der intensive Austausch mit der beruflichen Praxis und die daraus resultierende stetige Aktualisierung von Lerninhalten. Das sind wesentliche Eckpfeiler des Erfolges dieser Hochschulart. Und ein anderer Meilenstein für die Entwicklung der HAWs in Hessen, aber natürlich auch damit
weitaus mehr als nur eine Rahmenbedingung, ist das, was wir auch schon angesprochen haben. Ich will aber doch vielleicht noch, weil ich ein bisschen gerätselt habe, wo ich es unterbringen könnte, Frau Wissler, das Thema Löwe aufrufen. Ich will jetzt hier keine große Löwe-Rede halten. Das würde ich schaffen, lieber Günther Rudolph. Aber ich will darauf hinweisen, ich werde auch nicht Ho Chi Minh ausnahmsweise zitieren, lieber Holger Bellino, aber ich will schon darauf hinweisen, dass wir in Zukunft dafür sorgen wollen, dass eben auch Kunsthochschulen an diesem Löwe-Programm teilhaben können und dass an Kunsthochschulen nicht geforscht würde. Das erklären Sie doch einmal der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, die mit dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik genau das tut. Also, ich glaube, dass man da schon enorme Argumente finden kann, dass Kunsthochschulen in diesem Bereich natürlich teilhaben können. Aber ich wollte kommen auf einen echten Meilenstein, der von großer Bedeutung gewesen ist, und das ist die im Hessischen Hochschulgesetz geschaffene Möglichkeit des eigenständigen Promotionsrechts der HAWs für forschungsstarke Bereiche, dass wir an ganz strenge Leistungskriterien geknüpft haben, ja sogar an strengere Regelungen als bei Universitäten. Denn Betreuung und Begutachtung der Promotion, beispielsweise um einen Punkt zu nennen, findet hier im Unterschied zur üblichen Praxis in Deutschland durch verschiedene Personen statt. Ich halte das für richtig, und deswegen wird kein Mensch davon reden können, es gibt ein Promotionsrecht erster und zweiter Klasse. Es gibt in Hessen ein Promotionsrecht, und das gilt für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wie für die Universitäten. Und umso mehr freue ich mich, dass ich Ihnen heute mitteilen kann, dass inzwischen die ersten beiden Anträge von der Hochschule Fulda auf Genehmigung eines Promotionszentrums in dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst vorliegen und entsprechend beurteilt werden. Und natürlich gehört auch dazu, dass das hinterlegt werden muss mit Finanzen, denn wir haben mit den hessischen HAWs Zielvereinbarungen geschlossen, haben jeder einzelnen Hochschule zusätzliche 4,5 Millionen € für über 5 Jahre zugesagt, um damit eben die Umsetzung des Promotionsrechts, um damit das Thema Forschung in Fachhochschulen entsprechend umsetzen zu können. Das sind insgesamt 22,5 Millionen €, die das Wissenschaftsressort im Zeitraum 2016 bis 2020 alleine in den Aufbau von Forschungsstrukturen, da kann es um Personal gehen, da kann es um Labore gehen, da kann es aber auch darum gehen, Promotionsplattformen zu gründen, aufzubauen. Es geht hier um 22,5 Millionen €. Und auch das kann man sagen, ist durchaus als Anerkennung gedacht. Und es ist weitaus mehr als nur ein kleiner Betrag. Es ist ein durchaus beachtlicher Betrag. Und er beendet eine Situation, die in der Tat nicht hinnehmbar war, dass nämlich dann, wenn es um Forschung an Fachhochschulen ging, ausschließlich aus Drittmitteln der Industrie geforscht werden konnte und könnte. Das haben wir in Hessen grundlegend jetzt verändert. Und ich kann vor diesem Hintergrund so manche Debatte, die geführt wird im Zusammenhang mit dem Promotionsrecht, in der Tat nur als rückwärtsgewandt bezeichnen. Ich beziehe das nicht ausdrücklich nicht auf Sie, Frau Beer, weil ich weiß, dass Sie die Qualitätskriterien kennen und dass es insoweit lediglich eine Pflichtübung ist, die Sie heute hier in der Beurteilung unseres Promotionsrechts hier gemacht haben. Ich meine aber beispielsweise den Beschluss des Deutschen Juristenfakultätentages vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich vom 2. und 3. Juni dieses Jahres. Dort heißt es in dem Beschluss zu Top 9a, Promotionsrecht für Fachhochschulen, ich zitiere jetzt, der Deutsche Juristenfakultätentag betont erneut, wundert mich, dass der Deutsche Juristenfakultätentag sich ausgerechnet damit befasst, betont erneut, dass allein Universitäten das Promo, weil man kann ja schon, nein, das will ich jetzt, na doch, dann will ich es doch mal, da kann man schon die Frage stellen, wo denn wirkliche Forschung im Bereich der Rechtswissenschaften stattfindet. Aber das will ich, um die eigene Fakultät nicht zu beschmutzen, ein bisschen in Klammern setzen. Also, der Deutsche Juristenfakultätentag betont erneut, das kommt davon, wenn man auf Zwischenrufe eingeht, dass allein Universitäten das Promotionsrecht zustehen kann. Er missbilligt daher entschieden die in § 4 Abs. 3 Satz 3 des Hessischen Hochschulgesetzes seit dem 10.12.2015 vorgesehene Ermächtigung des Ministeriums einzelnen Hochschulen, das Promotionsrecht zu verleihen. Erstens. Ich finde das schon ein starkes Stück, dass da ein Fakultätentag daherkommt und die Entscheidungen eines Parlaments, und das war die Gesetzgebung dieses Hauses, missbilligt, ausdrücklich. Zweitens.
Hier wird ja auch von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen, denn es geht um das Promotionsrecht für solche Fachrichtungen, in denen eine ausreichende Forschungsstärke nachgewiesen wird, und nicht um das, was Sie hier geschrieben haben. Das ist ein grundlegender Unterschied, den man durchaus noch einmal hervorheben muss. Und drittens finde ich den Beschluss auch anmaßend. Ich finde den Beschluss deswegen anmaßend, weil wir das doch normiert haben, weil wir Respekt haben vor der enormen Fortentwicklung der hessischen HAWs, die diese Fortentwicklung sich hart erarbeitet haben. Und natürlich ist in diesem Hochschulsystem nichts in Beton gegossen. Und die Hochschulen haben sich seit den 80er Jahren rasant entwickelt. Sie leisten heute, und zwar ganz im Sinne der Humboldtschen, im Humboldtschen Sinne der Einheit von Forschung und Lehre. Sie leisten heute im Bereich der anwendungsorientierten Forschung großartige Arbeit. Es ist deswegen aus meiner Sicht wirklich lediglich konsequent gewesen, Ihnen ein an Voraussetzungen geknüpftes eigenständiges Promotionsrecht einzuräumen. Im Übrigen, auch das sollte vielleicht dann der Fakultätentag, der juristische Fakultätentag übernehmen. Es ist doch nicht einzusehen, dass Studierende, die sich bewusst für eine HAW entschieden haben und deren Forschungsarbeiten qualitativ keinen Deut hinter den Forschungsaktivitäten ihrer Kollegen an Universitäten zurückstehen, anders, ungleich oder schlechter behandelt werden als diese Studierenden. Das halte ich für ein völliges Unding. Und im Übrigen, auch das wieder auf Frau Beer ein bisschen eingehend, ist auch kein Grund ersichtlich, dass forschungsstarke Fachbereiche oder Bereiche von Fachhochschulen, die ja die vom Wissenschaftsrat aufgestellten Kriterien erfüllen, vom Promotionsrecht ausgeschlossen sind. Alles andere wäre eine absurde Situation. Die einen erbringen die Hürden, können aber nur deswegen dieses Recht nicht verleihen, weil sie eine Hochschule für angewandte Wissenschaft sind, würde ich für vollkommen absurde Situation halten. Deswegen die Rollenverteilung im deutschen Hochschulsystem, dass die einen sich um die Praxis kümmern, dass die anderen für die Theorie zuständig sind, so wie das vielleicht in den 70er und 80er Jahren gewesen ist. Das ist glücklicherweise passé. Und insoweit laufen auch die falsch oder liegen auch die falsch, die sagen, es sei nicht im System angelegt, dass Absolventen von Fachhochschulen promovieren. Denn es ist ganz einfach, dieses System ist Vergangenheit, dieses System ist passé. Und Fachhochschulen wollen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen auch keine kleinen Universitäten sein. Sie wollen auch keine kleinen Universitäten werden, sondern sie werden durch das Promotionsrecht die Qualität ihrer anwendungsorientierten Forschung stärken, genauso wie sie eben die Stärken im Studium beibehalten werden. Und genau das ist der richtige Weg, wie man ein klares, wie man ein geschärftes und wie man ein eigenständiges FH-Profil entwickelt. Und genau das wollen wir, denn die Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist für den Innovationsstandort Deutschland, aber ganz besonders für den Innovationsstandort Hessen überlebenswichtig, weil es gerade diese Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind, die die originären Forschungspartner der KMU sind. Und das sieht man, Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Herr Präsident, und das sieht man ja ganz besonders, wenn man sich mal die heute auch schon erwähnte dritte Förderlinie des LOEWE-Programms anschaut. Und deswegen wird Hessen von der neuen Stärkung der FHs aus meiner Sicht intensiv und immens profitieren. Und deswegen werden wir Sie als Koalition auch weiterhin intensiv unterstützen. Das gilt für alle Bereiche, die in diesem Antrag genannt sind. Und ich freue mich über den Antrag, und ich freue mich auch über die darin zum Ausdruck kommende Unterstützung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich glaube, man kann diese Unterstützung und diesen Ausdruck der Unterstützung noch dadurch steigern, dass er mit großer Mehrheit verabschiedet wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Verlauf für die nächsten Stunden. Vielen Dank, Herr Minister. Wir wünschen Ihnen auch alles Gute. Der Antrag 19-3367 soll an den Ausschuss überwiesen werden. Gibt es eine andere Vorstellung? Das ist nicht der Fall. Dann wird er an den Ausschuss überwiesen.